Gut, also, ich bin Len Leonberg. Leonberg heißt gleichzeitig Glemseck 101. Und ich habe euch letztes Jahr gesagt, ich fahre mit. Und das mache ich jetzt. Und ihr kommt mit. Also, Attacke. Achso, nee, warte. Wir trinken erst noch schnell einen Kaffee und dann geht's los. Leute, hier ist schon die Hölle los. Und ich muss noch irgendwie gefühlte 5 Kilometer laufen mit meinem ganzen Gepäck. Frühsport quasi. Hier unten hinter mir ist übrigens der Zeltplatz. Ganz krass. Und, Entschuldigung. Das ist das Bike. Das ist der Schlüssel. Geil. Residence zum Bike ist unser größtes Projekt, unser ausgeklügeltes Projekt und unser bestes Design. Du hast jetzt mir diesen Schlüssel gegeben. Ja, vertrauensvoll, ne, sag ich mal, aber ein bisschen nervös. Everyone wants to race? That's nice. Leute, ich mach aus. Okay, solange unsere Fotografen jetzt vor den Motorrädern stehen und ihr nichts seht, erzähle ich euch ein bisschen was über Essenza. Es gibt im Prinzip nur drei Regeln. Zwei Räder, zwei Zylinder und höchstens 1200 Kubik. Jetzt geht's gleich los, Leute. Ja! Nee, was passiert jetzt? Jetzt haben wir einen Proberun, wo man einfach mal ausprobieren kann, wie das Bike funktioniert. Und ich werde jetzt das Bike ein bisschen andornen und ja, dann gucken wir mal einfach, wie es läuft, ne? Leute, es wird ernst. So Leute, das war ein ganz, ganz kurzer Auftritt, Mikroauftritt, aber
Das Motorrad müsste jetzt abgestimmt werden. Ganz, ganz sicher bin ich mir, dass wir Design-Wettbewerb. Natürlich. Und deswegen müsst ihr Knöpfchen drücken und voten und Vollgas geben, Leute. Vollgas. Also anders wie ich jetzt, aber ihr könnt das noch besser. Haut rein. Lemseck 101, ein Mega-Event. Das Achtelmeile-Sprintrennen, das Essenza-Sprintrennen ist aber noch nicht zu Ende. Wir sehen uns am 8. Oktober in Köln auf der Intermod. Und zwischen diesem Zeitraum kann jetzt gewotet werden. Ihr könnt abstimmen, welches Bike euch am besten gefällt. Denn nicht nur das schnellste Bike gewinnt, sondern auch das schönste. 16 Mega-Geräte. Ihr habt die Möglichkeit, uns nochmal fahren zu sehen am 8. Oktober auf dem freien Gelände der Intermod. Und jetzt viel Spaß beim Voten. Die Webseite blende ich jetzt nochmal ein. Wir sehen uns. Macht es gut. Und ich bin ja alle Tage da, ne? Also, bis dann. Tschö.